So, und wir jetzt mit einer neuen Runde auf Mistralia. Ich glaube, das gestrige Rätsel, glaube ich, wurde gelöst. Die Antwort, glaube ich, die jemand geschrieben hat, war Seraph und Templer. Und wenn ich mich gerade nicht ganz täusche, ich habe natürlich vorher nachgeschaut, habe es natürlich aber perfekterweise wieder vergessen, war, glaube ich, die Antwort richtig. Die Antwort übrigens vom ersten Rätsel waren 14%, das war auch richtig. Und also 14, was war das, 3, 5, 6, irgendwas. Genau, das war, wie gesagt, richtig. Achso, by the way, ich bin ja gerade nach Athese gegangen. Ich habe das gerade offscreen gemacht. Und ich mir dachte so, ja, komm. den Prozess vom Ticket kaufen, raus, rein, rüberfliegen und so, das kann man sich jetzt sparen. Und genau. Ja, also die XP im ersten Mal, die wären jetzt gar nicht mehr so wichtig gewesen. Also nicht die Nachkommastellen zumindest. Alles andere war natürlich schon gut. Ah, Pet, fuck. Shit. Ah, blöd. 1,5 Milliarden waren das gerade. Wow. Das ist heftig. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, diese Frage wird auch richtig beantwortet. Das heißt, der Code sollte dann hier schon drin gewesen sein. Und dann haben wir noch 3 Codes, oder? 3 Codes, glaube ich, sind es noch. Ja, 3 Codes. Ich habe 2 Amtis hier, genau. Hätten wir schauen müssen. Und genau, ich lasse mir noch was einfallen. Und wer weiß, vielleicht wird es auch ein bisschen was Schwierigeres. Ich versuche halt Fragen zu stellen, die generell ein bisschen, die jeder lösen kann, aber die man halt vor allem nicht googeln kann und die auch ChatGPT oder so nicht weiß. Denn ich meine, das wäre halt irgendwie ein bisschen lame dann. Und naja. Genau. So viel dazu. Ja, ansonsten geht es momentan wieder ein bisschen besser. Also die Heiserkeit ist immer noch da, aber der Rest ist zum Glück weg. Das ist wirklich jetzt. Es blieb auch eine ganze Weile und dann auf einen Schlag einfach weg. Hat irgendwie immer so aufgebaut, mehr und dann so über Nacht so einfach weg. Keine Ahnung, ganz eigenartig, aber ich bin happy, dass es wieder ganz gut ist. Ja. Alter, die XP hier, what the fuck? Das ist krass. Also die XP sind echt heftig. Ach so, ich habe übrigens mal Breeze gefragt bezüglich der Droprate der Knight-Teile. Ja, die droppen wirklich im Tower, ja, droppen wirklich von Gigs und das ist scheinbar nicht verbuggt. Also zumindest angeblich nicht verbuggt. Und ja, also ich war halt scheinbar echt nur unlucky. Ich meine, ich habe jetzt schon so oft die Gigs gekillt, ich werde halt wieder Gigs killen davon. Und also scheinbar habe ich halt wirklich nie was gedroppt, wobei ich dazu sagen muss, ich weiß es nicht, also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil es droppt mir teilweise die falschen Set-Teile. Es droppt mir teilweise im Tower 1-1-Teile und teilweise halt dann, also die halt dann einfach nicht droppen sollten. Und deswegen, ich könnte mir halt vorstellen, dass dann vielleicht irgendwas verschoben ist, dass halt irgendwas nicht droppt oder so. Also die XP sind immer krass. Heftig. Ja, und dass da einfach irgendwas nicht ganz hinhaut und die dann vielleicht doch irgendwie ein Caldera oder so droppen. Das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Das wäre halt für mich irgendwie logisch. So. Naja. Auf jeden Fall droppen das auch die Tower-Mobs angeblich. Das heißt, wir könnten auch im Tower leveln, aber wer will halt schon im Tower leveln? So, keine Ahnung. Will da keiner? Ich finde es gut, dass die hier so sind, wie sie sind. Kann man schön AOEen. Ja, sieht ganz gut aus. 41%. Wie viel haben wir gerade gemacht? Wann ist... Ich nehme jetzt mal noch generell ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel das ich gerade bekommen habe. Ich glaube, das waren doch jetzt an die 30% oder so. Jetzt schauen wir mal jetzt 41%. Mal schauen, wie hoch das wir gleich raufgehen. 50? 60? Krass. 61-62%. Ach ja, ich habe übrigens vorher gerade aus Versehen was aktiviert. Und zwar unter PvE soll das sein. Ah, hier ist es, genau. Hier, Permanent Buffs. Genau, ich habe nämlich vorher den Mammut-Buff angemacht.
Green Monks? Nee. Das ist, glaube ich, ganz komisch sortiert. Es gibt keine Suchfunktion, oder? Shit. Augus Yetis? Mammuts hier. Ja, genau. Da ist das Ding. So, genau. Also das ist auf alle Fälle so eine Sache. Die könnten wir halt irgendwie ein bisschen ins Auge fassen. Ich weiß nicht, ob ich es aktiv machen will. Vielleicht von Flares aus mal ein bisschen losziehen und dann die Dinger farmen, diese Buffs. Könnte es Sinn ergeben. Kann cool sein. Aber ja, so ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Also ist es auch immer so ein bisschen fraglich, ob sich halt der Aufwand lohnt, halt so für ein paar Stats. Und ich finde halt solche Sachen sind mehr so ein bisschen fürs Endgame. Also ich finde so ein System geil. Ich habe auch damals das Faircrit auf Lunari damals ziemlich gefeiert. Das ist auch schon wieder ewig her. Wann war das? 2017 oder so? Das ist krass. Und es ist halt so ein ähnliches System. Und deswegen finde ich es eigentlich schon cool. Sehr cool sogar. Aber ja, ich denke halt, es ist nichts fürs Early Game wahrscheinlich. Oder fürs Mid Game. Oh Gott, das Leben ist eine Nase. Ah, das ist nervig. Per 86% ist es auch wieder krass. Bin gespannt, ob wir dann instant die 1-3-5 bekommen. Die 1-3 haben wir schon. Ja, auf jeden Fall ist es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Aber ich denke nicht. Wir bekommen bestimmt eine. Lass mal überlegen, was bekommen wir? Eine 1 oder 3, glaube ich. Boah. Holy shit. 2,4 Millionen. 2,4 Millionen Penia. Das ist ja krass. Das Ding ist, wir könnten also noch viel weiter gehen, also viel höher gehen. Wir haben keine Box bekommen. Oh, Silver Battery für 15 Tage. Okay, nett. Sehr geil. Ja, wir können echt zu 120ern eigentlich ganz easy gehen. Und ich glaube, die würden uns halt auch nicht viel Schaden machen. Es ist. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe halt nicht mal das Set oder so, aber trotzdem läuft es halt irgendwie. Ja. Die ganzen Potions im Boden. Ja, ich weiß nicht, ob man irgendwie Lakotten oder so kriegt. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich dann mich hochfuden soll. Also hochheben könnte halt klappen vielleicht, weiß ich noch nicht genau. Ich meine, gut, mit genug Droprate, genau. Mit genug Blockrate. Könnte schon auch halbwegs funktionieren. Weiß ich nicht, muss man mal schauen. So, einmal so. Dann mal schnell zum 120ern. Die sind da drüben, genau. Ach nee, 118er, glaube ich, sind das, oder? Da werden sie rausfinden. Ja, genau. Na, das passt. Na komm. So, einmal raus mit den Pets. Lass mich doch absteigen. Meine Güte. Jetzt geht's, okay. Gott, ey. Gestern mal nichts gegen Allergie genommen und schon wieder verloren einfach. Naja, es ist halt. Ich glaube, es ist auch nicht so sinnvoll, wenn man halt immer was dagegen nimmt. Das ist halt. Ja. Ich meine, gesund ist es halt bestimmt nicht. Also. Deswegen. Naja. Stört nur im Aufnehmen im Prinzip. Und naja. Dann ist es eben so. Kann man nichts machen. Ich meine, das Sommer ist eh nicht mehr lang. Ich weiß nicht, wie bei euch die Temperaturen sind. Also die haben ja bei uns irgendwie auch wieder, ich weiß nicht, was sie angesagt haben, 30, 32, glaube ich sogar 34 Grad oder so hier am Alpenrand. Mittlerweile, also meine Wetterstation sagt momentan, ich glaube 27. Und die nächsten Tage, wo es eigentlich so warm werden sollte, sagt es nur noch 26 mit Gewittern und Regen. Ja, also keine Ahnung, irgendwie so dieser Hochsommer und danach der Temperaturabsturz und so. Also,
das Letzteres kommt scheinbar, aber das Erstere irgendwie nicht. Weiß ich nicht. 4? Wer bekommt denn eine 4 beim Pad? What the fuck? Ich habe noch nie eine 4 bekommen. Jetzt muss man schnell das Pad leveln. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Ich will nicht das Pad wieder so overleveln und dann haben wir das Geschiss dann und so. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Bin ich denn nicht so langsam eigentlich? So. Ah, scheiße, sind die Dinger teuer. Na komm. Ich dachte, ich kann gleich rerollen klicken oder so. Eins, natürlich. Oh, perfekt. Da ist die 5. Ich finde das Pad-System, ich weiß nicht, ist es halt... Wie viel bringt uns das Ganze? 6. Lol. Waren es gerade, habe ich gerade richtig gesehen, 1,7k oder 1,8k HP nur? Nicht mehr? What? Ich habe jetzt mit viel mehr gerechnet. Ich dachte mir halt... What the fuck, ich dachte... Also ich habe halt wirklich mit... Ich habe mit so viel mehr gerechnet. Okay, das schockiert mich gerade schon so ein bisschen. So, wo ist der Ringmaster? Ringmaster. The fuck? Wo war ich denn gerade? Ich war da hinten? Ernsthaft? Lol. Okay, krass. Hab ich gerade nicht erwartet. Okay, also Pet hier. Sogar weniger. 1,5 KHP nur? Hä, lol? Das war mega wenig. Ja, wir brauchen, glaube ich, echt das Set. Das Set wird halt so wichtig. Ohne im Set sind wir wirklich gerade aktuell komplett aufgeschmissen. Das ist halt echt eine blöde Sache irgendwie. Das Problem ist auch, es verkauft hat irgendwie keiner. Also vielleicht droppt es auch wirklich keiner oder... Ja, also ich denke halt wirklich, man droppt es in Caldera. Das ist halt wirklich meine Vermutung mittlerweile. Weil es kann halt nicht sein, dass ich mit 50, 60, 70 Gigs halt einfach nichts gedroppt habe. Das gibt's halt. Also das gibt's wirklich nicht. Das kann einfach nicht sein. Also... Ich meine, man droppt ja gar nicht mal so wenig, aber man droppt halt... Naja. Man droppt genug im Prinzip. Also man droppt halt... Man droppt schon Sachen. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie halt dauernd die Bosse, also die Gigs killt und da droppt halt dann irgendwie nie was oder so. Das ist es ja nicht. Also es ist halt wirklich... Ja, wie soll ich sagen? Es droppt immer was oder fast immer was. Teilweise sogar mal 2 oder sogar 3 Teile. Aber halt immer das Falsche. Aber man hat so überlegt, okay, die Chance ist halt 1 zu 8 effektiv, dass wir was droppen. Also dass wir das richtige Teil droppen, wenn wir ein Teil droppen. Und wenn man halt bedenkt, wir killen halt 2 bis 3 davon. Wir droppen teilweise 2 bis 3 davon. Also, ja, irgendwas kann nicht stimmen. Also ja, ich versuche es auf alle Fälle ich glaube in der Folge heute nicht mehr. Ich werde mich, also mein Ringmaster wird mich dann noch gleich gelevelt. Von einem netten Spieler, dessen Namen ich vergessen habe. Oh, ich weiß, ich bin so schlimm mit Namen. Ich bin... oh, ich und Namen, es ist wirklich schlimm. Das Ding ist aber auch so, es wird auch nicht besser, wenn ich irgendwelche Leute länger kenne oder so. Also es ist nicht so, dass ihr dann euch so denkt, so ja, wenn ich den halt dann mal länger kenne, dann kennt er meinen Namen und so. Ja. Nee, einfach nee. Ich bin 77%. Pandora Entry Pieces. Ein Perin. Ich habe keine Ahnung, was Pandora ist. Ich habe keine Ahnung, wann und wie man dieses Piece bekommt. Wahrscheinlich kriegt man es nur auf dem bestimmten Level dann.
Aber ein Pärchen finde ich krass. Ein Pärchen ist viel Geld. Ja, der AOE-Damage steigt leider irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist normal, wenn ich mal mein Skill halt nur STA. Deswegen ist es halt, glaube ich, einfach so. Ja, XP. Irgendwie sind die XP ja gar nicht mal so viel, oder? Also da drüben waren die XP gerade ein bisschen besser eher. So tendenziell besser zumindest. Ampi läuft noch. Eigenartig. Oder kill ich einfach gerade nur weniger Mobs? Ah, die Posi-Bugs sind echt nervig. Eigentlich so blöd, wenn man überlegt, dass es halt sowas wie Posi-Bugs gibt. Also halt so in einem Spiel wie Flife halt irgendwie. Ich meine, also klar, ich verstehe es schon. Ich meine, allein halt dadurch, dass es die Posi-Bugs gibt, beziehungsweise halt, weil halt dann einfach weniger Updates und Server gesendet werden mussten und so. Was will ich jetzt sagen? Genau, haben wir, glaube ich, halt echt wirklich massenhaft Serverleistung gespart und hat auch wirklich viel Geld damit gespart. Also vor allem damals halt, ich meine, mittlerweile ist es wahrscheinlich, wäre es halt komplett egal. Ring Master Level Up, perfekt. Aber damals war es halt so, ich meine, 2004, 2005. Man müsste mal überlegen, so, was gab es damals für CPUs? Was gab es denn da? Intel Athlon oder so? Gab's da überhaupt schon? Ich überlege gerade, Multithreading, glaube ich, gab es schon, oder? Ich glaube, Dual-Core war da so gerade am Kommen. Quad-Core, glaube ich, kam erst später. Wobei, na gut, Server-CPUs kann wieder anders sein. Es kann schon sein, dass Server-CPUs generell mehr Kerne hatten. Aber, ja, viele Kerne gab es auf alle Fälle nicht. Also, ich glaube, mehr als 6 oder maximal 8 Kerne, ich glaube, mehr gab es da nicht. Wenn ich jetzt in Google eingebe. Denkt, ich finde spontan eine Antwort. Intel Server CPU 2004. Liste da, okay. 4-Bit, 8-Bit Prozessoren? What? Wait, was? Was? Okay, das ist alles ein bisschen 16-Bit Mikrocontroller, okay. Ja, nee. 82, ein bisschen alt. Ich konnte nicht mal scrollen. Celerum, aber genau, Pentium gab es noch. 2000, okay, jetzt kommen wir ganz näher. 2004 hier, Dotan, Pentium M, 0,9 bis 1,7 GHz. Oh, das war der Shit damals. 130 Nanometer. Okay. 140, ah ne, 90 Nanometer später dann. Okay, also 2004 hier. 1,0 bis 2,1 Gigahertz. Ja, die hatten schon Gigahertz, krass. 2 MIB L2 Cache. MIB war, oh Gott. 2 MB waren, es war nicht 2 MB. 2 EB waren, war glaube ich ein Achtel davon, oder? Oder irgendwie so ein Scheiß, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwann gelernt in der Schule, dann habe ich vergessen. Was wollte ich nachschauen, genau, wie viel Kern das Ding hat? Sockel 479. Ja, aber ich würde ganz gerne wissen, wenn ich jetzt suche, Intel Dotan, kommt da wirklich eine CPU? Ah ja. Dass Intel die unter der Stromverbrauchs- und Hitzeprobleme leidende Pentium 4-Familie auslaufen ließ. Ah ja. Intel mal wieder. Man kennt es ja, oder? So, wie viele Kerne hatten die? Was? Gefährdet wird Dota in einem 90-Nanometer-Prozess, was die TDP von 24,5 auf 21 Watt senkt. Alter, imagine, heute in CPUs produziert, die 253 Watt brauchen. Oder die nächste Generation, glaube ich, sogar bis zu 350 Watt brauchen wird. Holy shit, 21 Watt. Oh, es ist krass.
Warum war der damals so effizient? Also ja, klar, wenig Leistung, weniger Kerne und so, aber ich meine, heute werden im Prinzip eigentlich auch nur die Taktraten halt mit Spannung gepusht, also Strom im Prinzip gepusht. Aber ich meine, 2,0 oder sogar 2,26 Gigahertz ist jetzt auch nicht wenig eigentlich. Aber ich sehe trotzdem nicht, wie viele Kerne das die hatten. Das gibt es noch nicht. Anfang 2006 stellt Intel mit Core Solo und Core Duo die nächste Generation von Notebook. Ach, mein Gott, ey. Ich frage ChatGPT. Wie viele Kerne hatten Intel CPUs im Jahr 2004, 2005? Einen Kern. 2005 kam der erste Dual-Core-Prozessor auf den Markt. Okay, aber ich muss sagen, ja, krass. Ich hab vorher gerade noch gesagt, so, ja, ich glaube, da kamen gerade die Dual-Core-Prozessoren. Krass, ich hab's noch in mir. Ich frage mal hier, ob es auch die Cell-Prozessoren waren. Aha, warte. Xeon gab es damals auch schon. Intel hatte jedoch begonnen, Hyper-Threading-Technologie einzuführen, die es ermöglichte, hier zwei Threads pro Kern auszuführen. Was den Anschein von zwei Kernen erweckt, obwohl es sich technisch gesehen immer nochmal um einen Einzelkernprozessor handelte. 2004, okay. 2005 neben dem Dual-Core. Okay, also bis 2004 hatten die meisten Intel-Prozessoren einen Kern. Warum die meisten? ChatGPT hat doch gerade geschrieben, dass es... Alter. Alles, was Chat von sich gibt, ist halt so krass widersprüchlich oder Bullshit zum Teil. Das ist halt wirklich krass. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass es hinkommt. Weil auch die Half-Life-Server soll angeblich ja sehr, sehr Single-Core-lastig sein. Und das ist natürlich dann schon... es ist kein Beweis, aber es hat zumindest ein Indiz, dass es halt... so ist. Pat hat 16% Prozent mittlerweile. Prozent, ja. Ich habe mir gerade auch gedacht, so, hä, what? Schreibt mir jetzt Platti. Ich finde es immer lustig, wenn ich angeschrieben werde. Schreibt mich jemand gerade an, ob ich noch dessen das Teil hier da habe. Schreibe ich, beziehungsweise ob ich, also was ich dafür haben will, für wie viel ich dieses Teil verkaufen soll, will. Und dann frage ich so, ja, welchen davon und so, welches Teil? Ich habe ja zweimal das gleiche Teil drin. Und dann antwortet er mir halt. mit der Waffenserie, die ich halt eben auch zweimal drin habe. Also das heißt, angenommen, ich habe jetzt gerade zwei Sword of Robocus drin. Und ich frage jetzt so, welches davon? Und dann antwortet er halt so, ja, das ist von Boboku. Also. Ich find's toll. Das sind immer die tollen Momente. Ich weiß nicht so die Frage, was die bedeuten soll, also was bedeutet es hat, wie teuer das sein soll. Ich meine, ich habe ihn halt, also. Ich bin so verwirrt. Ich meine, ist das so teuer, wie halt im Shop drin ist, also. Ich bin gerade hart verwirrt. Der Typ hat mich gerade echt hart verwirrt. Kauf ihn doch einfach raus, wenn du willst. Hä? The fuck? Also vielleicht will er halt handeln und so. Ja, okay, aber... Ich
bin gerade von der ganzen Konversation total, total geflasht irgendwie. Gerade alles überhaupt gar keinen Sinn. super. So. Das AOE gab gerade 4% beim Pet. Ja. Das Ding ist halt echt so, es ist halt heftig, wie schnell das halt irgendwie AOE-Spieler halt leveln. Also halt ihr Pet leveln vor allem auch. Das hat schon krass. So, und weg damit. Ja, so leider keine 4%. Schade. Na komm. Aber ja, ich weiß nicht. Hosibugs sind halt echt noch so ein. Also gerade beim AOE ist das halt echt nervig. Ich meine, ansonsten ist es halt so, ja, ist ein bisschen ärgerlich und so. Aber halt so beim AOE ist es halt wirklich ein Problem irgendwie. Ich weiß halt auch nicht, was ich machen kann. Also es ist halt. Es liegt halt nicht am Ping oder so, es liegt halt an den Hosibugs. Andererseits muss man sagen, AOE ist halt eh schon ein bisschen OP. Und ich meine, ist ein scheiß Argument effektiv, jetzt zu sagen, so ja, nee, sollte man nicht fixen, sonst ist halt AOE noch mehr OP. Aber ich meine, gewissermaßen, ich glaube, im Off-Life waren ja auch relativ froh über die Posibugs. Posibugs für AOE-Spieler. Denn ohne Posibugs wäre halt AOE damals so broken gewesen. Ich meine, es ist heute noch broken, aber halt, klar, ich meine, heute kann man halt nicht mehr sagen, so, ja, es ist halt Intended Gameplay oder so. Das ich glaube, das kommt halt einfach heute nicht mehr gut rüber. Also im Ping kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe gerade überlegt, wenn ich vielleicht mit VPN reingehe oder so, weil teilweise habe ich irgendwie Probleme mit der Connection. Also zumindest auf der Website. Aber das kann halt eigentlich auch nichts. Also ja, glaube nicht. So, 55%. Genau, letztes AOE. 56, 60%, schön. 70%, perfekt. Naja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.